Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Herzlich willkommen zur FIFA-Prognose zum 18. Spieltag. Borussia Mönchengladbach trifft auf Borussia Dortmund hier im Borussenpark. Spielkommentator bin ich, nicht Wolf Fuß und nicht Frank Buschmann. Die sind leider kurzfristig erkrankt und können heute deswegen nicht hier sein. Und die Regie hat es noch nicht verbessert. Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen gleich. Erstmal sehen wir treffsicherste Vereine bisher in der Bundesliga. Dortmund mit 47 Toren, Bayern 46. Und ich meine die andere Borussia da mit 34 gesehen zu haben. Hier sehen wir natürlich Afrikas Fußballer des Jahres, Aubameyang. Erstmal die Aufstellung der Gladbacher. Sommer, Korb, Christensen, Stanzel, Wendt, Traoré, Dahoud, Nordweit, Johnson, Stindl und Raphael. Alles wie gehabt. Und dann kommen wir gleich zur Aufstellung der Dortmunder. Bürki, Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer, Weigel, Gündogan, Kagawa, Mkhitaryan, Aubameyang und natürlich Marco Reus. Mkhitaryan hier irgendwie von der Regie ziemlich weit ins Ausgesetzt worden. Feiert wohl heute auf der Tribüne mit oder so, man weiß es nicht. Hoffentlich ist er mit dem Kopf aber voll im Spiel und nicht auf der Tribüne irgendwo. Hier sehen wir nochmal Jan Sommer. Aubameyang, Afrikas Fußballer des Jahres, hat er auch in den Testspielen immer mal wieder getroffen. Zuletzt am Dienstag gegen Sparta Prag mit einem Doppelpack in Essen, wohlbemerkt, in meiner Heimatstadt. Jetzt haben die Gladbacher aber gleich erstmal Anstoß, der Schiedsrichter heute, Harald Fimmler. So, der Ball rollt. Das Runde muss ins Eckige. Das werden wir schon hinkriegen heute. Da habe ich keine Sorgen bei den mit offensivstärksten Teams der Liga. Die auch immer für ein Gegentor gut waren, leider. Jetzt sehen wir hier erstmal die Gladbacher im Ballbesitz. Mit Wendt, Johnson. Johnson müsste jetzt eigentlich flanken. Passt nochmal zurück auf Nordweit. Nordweit will flanken, wird abgeblockt da von Gündogan. Kommt aber wieder ran, Schuss von Wendt. Und Bürki muss das erste Mal eingreifen. Lenkt den Ball da zur Ecke, ist natürlich nicht zufrieden, dass da so ein Schuss kommen konnte. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Bürki muss sich da strecken. Die Gladbacher waren schon aufgesprungen, aber leider kein Tor für die Gladbacher. Aus Gladbach-Sicht natürlich. Jetzt hier die Ecke. Traoré wird den Ball in die Mitte bringen. Aber da wird der Ball geklärt am kurzen Pfosten. Vielleicht jetzt die Nachschusschance. Da wird der Ball rausgespielt. Wieder auf Traoré, der mit der Flanke, zweiter Pfosten. Ball in die Mitte gespielt. Schuss abgeblockt. Und keine Nachschusschance. Ecke gibt es erneut. Hummels klärt da den Ball zur Ecke. Dirigiert dann nochmal ein bisschen seine Mannschaft. Hier sehen wir es nochmal. Plapp kommt da mit dem rechten Fuß dran. Zeigt er noch zu irgendeinem seiner Spieler den Daumen hoch, warum auch immer. Die nächste Ecke für die Gladbacher. Wieder Traoré. Und den muss Bürki abfangen, ohne größere Probleme zu bekommen. Das tut er auch. Weiß jetzt aber nicht so wirklich wohl mit dem Ball. Spielt ihn dann weit raus auf Reus. Der weiter zu Aubameyang. Aubameyang, bisschen Platz, legt sich den Ball da ein bisschen weit vor. Zu viel Selbstbewusstsein da. Korb kann den Ball problemlos zurück zu Sommer spielen. Der weiter auf Nordweit. Wieder Nordweit auf Korb. Der auf Traoré. Der will den Ball weiterspielen, aber da war ein Dortmunder dazwischen. Um genau zu sein, Julian Weigel, der da dazwischen war. Piszczek jetzt am Ball. Auf Mkhitaryan. Der weiter für Aubameyang, aber dann ist ein Gladbacher dazwischen. Und der Ball ist wieder bei den Gladbachern. Korb. Auf Christensen. Der mit der Flanke rüber auf Oscar Wendt. Weiter zu Fabian Johnson. Raphael. Wieder Johnson. Und dann der Ball bei den Dortmundern. Jetzt hier vielleicht mal die Dortmunder, kommen bisher nicht so gut in Tritt. 17 Minuten sind gespielt. Und bisher eigentlich nur die Borussia aus Gladbach. Aus Mönchengladbach da am Ball. Eieiei.
Jetzt hier vielleicht. Die Balleroberung durch Kagawa. Weiter auf Weigel. Aubameyang. Weigel. Mkhitaryan. Flanke. Ah, oh, da ist Jan Sommer, der den Ball problemlos fangen kann. Vor dem einköpfbereiten Aubameyang. Und jetzt aber wieder die Dortmunder über Gündogan. Auf Piszczek. Wieder Gündogan. Aubameyang. Weigel. Aubameyang, Schuss! Und knapp am Tor vorbei. Langsam trauen sich die Dortmunder auch mal nach vorne. 23. Spielminute. Erste ernstzunehmende Chance der Dortmunder. Aubameyang knapp am Tor vorbei. Gegen Sparta Prag hat er es noch besser gemacht. Da hat er ungefähr von der Position einen schönen Schlenzer ins Tor getroffen. Jetzt leider nicht. Jetzt leider nicht. Jetzt hier Sommer den kurzen Ball auf Christensen. Der weiter zu Nordweit. Auf Korb. Stindl. Traoré. Nordweit. Korb. Guter Pass von Nordweit da. Korb hat hier ein bisschen Platz. Wird jetzt von Hummels angegangen. Und dann kann Sokratis den Ball in der Mitte klären. Sokratis spürt ja langsam so ein bisschen den Subotic im Rücken. Da hat er während des Trainingslagers immer gute Spiele eigentlich abgeliefert. Und auch immer, wenn er in den Pflichtspielpartien mal gespielt hat. Der Subotic hat er eigentlich gute Spiele gemacht. Insgesamt unter Subotic nur ein Gegentor kassiert. Gegen Wolfsburg einen Elfmeter. Das ist natürlich schon eine Statistik, die irgendwie gut ist, aber er hat auch natürlich nicht so extrem viele Spiele gemacht, ne? Das muss man dazu leider auch sagen. Mkhitaryan jetzt hier. Weiter Ball, will der Reus sehen, aber Reus kommt da nicht ran. Jetzt aber Kagawa, frühe Balleroberung. Weiter auf Weigel. Der mit dem Ball für Gündogan. Gündogan auf Aubameyang. Aubameyang im 16er. Der Gegenspieler kommt zu Fall. Aubameyang mit der Flanke, kann sich da aber nicht durchsetzen. Jetzt vielleicht Piszczek. Ah, der Ball geht erstmal zurück. Kagawa. Reus. Aubameyang, Schuss abgefälscht. Aber Sommer kann er noch hinspringen. Hält den Ball sogar fest. Alles gut gegangen nochmal für die Gladbacher. Jetzt hier Stranze. Stranze wird aber früh angegangen. Von Weigel. Weigel auf Aubameyang. Aubameyang wartet da erstmal ab, ob da ein Mitspieler kommt. Schmelzer jetzt hier. Auf Kagawa. Kagawa verliert den Ball hier, aber Weigel setzt direkt nach. Ist wieder da, wie immer passstark auch heute unterwegs. Aubameyang. Setzt sich hier durch. Setzt den Sprint an, flankt. Abgefälscht. Ecke muss es geben. Gibt's auch. Zeigt der Schiedsrichter Harald Flimner da auch an. 40. Spielminute immer noch 0:0 zwischen der Borussia aus Gladbach und der anderen Borussia aus Dortmund. Das Borussenduell hier. Sind ja auch geologisch nicht so weit entfernt. Guter Pass jetzt hier. Flanke. Schuss. Aber kein Tor. Abgefälscht. Und Piszczek tut jetzt gut hier dran, nicht zu dribbeln eigentlich. Dribbelt da aber, verliert den Ball. Aber erstmal zumindest hat das noch keine Auswirkungen, außer dass die Gladbacher jetzt im Ballbesitz sind mit Traoré. Traoré weiter auf Raphael, der den Ball da auch erobert hatte. Raphael will durchstecken. Da ist aber ein Fuß zu weit draußen. Von Sokratis war es, glaube ich. Nee, Sokratis war da, dann war es Hummels. Die haben zumindest in FIFA eine ähnliche Frisur, leider. Zumindest von oben sieht das so aus. Kagawa jetzt hier auf Mkhitaryan. Eine Minute Nachspielzeit ist angezeigt, auch gleich schon abgelaufen. Letzte Chance jetzt hier wahrscheinlich. Piszczek, Flanke, Aubameyang, Kopfball, Sommer ist da, Nachschuss, Kopfball, oh, wieder Sommer da und nochmal Sommer. Was ist denn hier los, Freunde? Dreimal in Folge rettet Jan Sommer hier. Das 0:0 in die Halbzeitpause. Oh Mann, da kam ich gar nicht hinterher, wer da alles irgendwie eine Chance hatte. Vielleicht werden wir es jetzt nochmal aufarbeiten können, liebe Regie. Werden wir sehen. Auf jeden Fall steht es 0:0 zur Halbzeit. Das ist ganz allein Jan Sommer zu verdanken, das muss man einfach so sagen. Die Abwehr hat da völlig gepennt, war schon irgendwie in der Kabine beim warmen Tee. Ist ja relativ frisch hier. Hier sehen wir nochmal den Einlauf. Die ersten zuversichtlichen Blicke noch.
Mkhitaryan sieht da ehrlich gesagt nicht so zuversichtlich aus. Der Anschluss erfolgte dann auch. Die ersten Chancen kamen. Hier zum Beispiel der Schuss von Nordwald, den Bürki klasse parieren konnte. Lenkt ihn da weg vom Tor. Dann noch ein Schuss hier. Da war Hummels dazwischen. Und vielleicht sehen wir jetzt nochmal die Dreifachchance auch. Erstmal sehen wir Aubameyang knapp am Tor vorbei. War gar nicht so weit weg vom Tor, ehrlich gesagt. Also, der hätte auch sitzen können. Hier sehen wir dann Weigel gegen Stranze in einem Duell. Wird da gut gezogen. Da sieht man das Trikot so ein bisschen wegfliegen. Und hier sehen wir es dann nochmal. Kopfball, wieder Kopfball. Und da packt da noch die rechte Planke dran irgendwie. Man weiß nicht wie. Dementsprechend 0-0 hier in der Halbzeit. Beide Mannschaften haben am Ende nochmal Gas gegeben. Die Dortmunder sogar mit 3 Schüssen aufs Tor. Das war jetzt nur am Ende eigentlich. Vorher war da relative Flaute. Zweikämpfe auch mehr für Gladbach. Ballbesitz sowieso. Passgenauigkeit aber 93% bei Dortmund. Was natürlich unter anderem am Julian Weigel liegt, der da mal wieder viele Pässe spielt. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Gucken mal, was die Partie hier noch für uns bereithält. Hoffentlich ein paar Tore, 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 meine Freunde. Jetzt hier erstmal die Dortmunder im Ballbesitz. Na, da wird der Ball abgenommen, aber Gündogan setzt nach, schießt! Oh, knapp übers Tor drüber. Hatte auch gegen Sparta Prag Selbstbewusstsein getanzt, ein klasse Solo gezeigt, 3 Spiele aussteigen lassen, den Ball quer auf Aubameyang gelegt. Der musste nur noch einschieben und hat das auch gemacht. Ich glaube, das war das 1-0 gegen Sparta Prag. Eieiei. Stranze jetzt hier am Ball. Auf Nordwald. Weiter zu Wendt. Wendt war das übrigens auch mit dieser einen Schusschance. Nicht Nordwald. Ich habe immer Nordwald gesagt. Das tut mir leid. Das war eine Fehlinformation. Kagawa jetzt hier am Ball. Vielleicht jetzt die Dortmunder mal mit Weigel. Weigel weiter zu Reus. Ah, da ist der Schiri im Weg. Da ist Harald Frimler im Weg. Wenn das nicht mal ein Tor hier gibt und das hier quasi das Ding kostet, den Sieg. Das ist natürlich ärgerlich, dass der Schiri da im Weg ist. Erstmal gibt es hier den Abstoß. Nichts weiter passiert. Hier sehen wir Jan Sommer, 27 Jahre alt, 5 Paraden. Das waren natürlich gerade seine stärksten in dieser Partie zumindest. Die beiden, beziehungsweise 3 waren es ja. Eine war davor schon. Ja, hat er das 0-0 festgehalten, sonst wären die Gladbacher mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Aber so konnte man mit einem Erfolgserlebnis, also diese Paraden zähle ich einfach mal als Erfolgserlebnis, in die Pause gehen. Warum spielt jetzt Bürki hier nicht? Man weiß es nicht. Jetzt spielt er. Ah, es wurde gewechselt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hazard kommt rein für Dahoud. Und jetzt zieht er weiter bei auf Aubameyang. Kein Abseits angezeigt. Aubameyang passt zurück auf Schmelzer. Schmelzer mit der Flanke. Da ist aber kein Dortmunder. Ah, jetzt ist wieder ein Dortmunder da. Piszczek, weiter Pass. Schuss. Und der Schuss von Kagawa geht vorbei. Kein Problem, den da abzuwehren. Gibt es da noch eine Wiederholung? Aber das war die Wiederholung nicht wert. Auch wenn der Ball, glaube ich, abgefälscht wurde. Castro geht jetzt rein für Julian Weigel. Weigel ja bisher in jedem Spiel eigentlich dabei. Ich glaube sogar der Einzige, der immer dabei war, mindestens eingewechselt wurde. Ecke jetzt hier. Der Ball war abgefälscht. Mkhitaryan wird den Ball in die Mitte bringen. Keine Kopfballchance. Aber da gibt es erneute Ecke. Weil die Gladbacher den nur zur Ecke klären konnten und nicht nach vorne. Wieder legt sich Mkhitaryan den Ball zurecht. Und der kommt besser, aber auch noch nicht gut. Einwurf für die Dortmunder gibt's da. Reus rennt direkt hin, will den Einwurf schnell ausführen. Schnappt sich da den Ball. Da ist aber noch kein Dortmunder. Das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt kommen die langsam ran. Stolpern da aber über ihre eigenen Füße, hat man das Gefühl, so ein bisschen. Von daher die Gladbacher jetzt erstmal mit der Konterchance. Kontern können die ja. Haben sie ja schon unter Favre immer sehr gut gemacht.
Jetzt unter Schubert hat sich daran nicht viel geändert. Jetzt hier die Gladbacher mit Wendt Christensen. Der weiß jetzt nicht so wirklich wohin. Er liegt da ein bisschen im Pressing der Dortmunder. Raphael auch in der eigenen Hälfte als Stürmer, das ist natürlich auch so ein Ding. So eine Story, die man keinem erzählen darf, da hat Hummels dann genug und geht erstmal dazwischen. Weiter Pass auf Gündogan, Reus. Mit der Hacke auf Gündogan, wieder Reus. Aubameyang. Aubameyang flankt. Ist da ein Dortmunder? Ja, aber da ist auch der Wendt, der den Ball dann erstmal in Seiten ausköpfen kann. Doch Wendt war's. Und jetzt der nächste Wechsel. Stindl verlässt den Platz und Rümitsch kommt neu in die Partie hier. Und auch bei den Dortmundern gibt es ein Comeback. Ist Sahin schon fit? Das ist jetzt selbst für mich überraschend. Sahin für Kagawa. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay. Scheinbar wurde er irgendwie fit gespritzt oder so. Man weiß es nicht. Ich habe nicht gehört, dass er fit ist. Aber FIFA sagt, dass er fit ist. Okay. Wenn FIFA das so sagt, wird das schon nicht stimmen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das stimmt. Oh Mann, oh Mann. Strandsee mit dem Ball auf Korb. Korb. Immer noch Korb. Mit dem Fehlpass hier. Reus kann ihn erobern. Weiter auf Schmelzer. Zu Sahin. Gündogan. Schuss! Am Tor vorbei. Hätte auf Sahin vielleicht durchstecken können. Das zeigt Sahin da auch nochmal an, aber... Naja, Gündogan wollte es selber wissen. Der geht aber am Tor vorbei. Sommer muss da nicht eingreifen. Kein Problem. Und jetzt der Wechsel. Aubameyang, heute ohne Tor, geht raus. Und Adrian Ramos geht rein. Der hat ja auch in den Testspielen oft getroffen. Adrian Ramos. Während des Trainingslagers. Ich glaube, gegen einen Gegner sogar ein Doppelpack. Gegen Frankfurt, oder? Gegen Frankfurt? Ich weiß es nicht mehr, gegen welchen Gegner. Auf jeden Fall hat er auch einen Doppelpack gemacht. Eieiei. So, Korb hier. Verliert den Ball gegen Sahin. Nuri Sahin. Auf Schmelzer. Aubameyang. Ramos, Entschuldigung. Da war ich noch so überrascht vom Wechsel. Wieder Ramos, Ramos! Und da ist die Bude! Aber da war noch ein Dortmunder dran. Da war noch Mkhitaryan dran. Ist es dann nicht abseits? Das müssen wir uns nochmal angucken hier. Also, erstmal die Flanke hier. Da ist dann Ramos. Oh, ist das abseits? Oh, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, ob das abseits ist, wenn Mkhitaryan wirklich dran war. Meiner Meinung nach war Miki gar nicht dran. Aber okay. Mkhitaryan kriegt das Tor gut geschrieben von der DFL. Ich hätte jetzt eher Ramos das Tor gut geschrieben, ganz ehrlich. Da steht es 1-0 für die Borussia aus Dortmund hier im Borussenpark in Gladbach. Da sind die Fans natürlich erstmal ein bisschen leiser. Gar keine Frage. Wollen jetzt aber ihre Mannschaft aufmuntern. Ein bisschen Stimmung kommt schon noch auf. Aber natürlich auch viele Dortmunder hier, gar keine Frage. Ist ja nicht weit. Und ich glaube, in der Region muss man sich auch nicht schämen, wenn man dann sagt, yo, ich bin Dortmund-Fan. Jetzt hier der weite Ball. Kopfball in die Mitte. Ecke wird's geben. Ja, da wird es die Ecke geben. Und den nächsten Wechsel bei der Borussia aus Gladbach. Hier Gotter kommt rein für Traoré in der 81. Spielminute. Traoré da schon ein bisschen platt. Und hier Gotter soll hier nochmal irgendwas nach vorne machen wahrscheinlich. Mal gespannt, ob er das noch machen kann. Jetzt erstmal die Ecke für die Dortmunder. Mkhitaryan wischt sich dann nochmal den Schweiß von der Stirn, wird den Ball jetzt in die Mitte bringen. Zack, da ist der Ball, aber zu nah am Keeper, auch wenn der Hummels auch bereit stand, aber Sommer da ohne große Probleme. Und jetzt wieder die Dortmunder im Ballbesitz mit Mkhitaryan.
Mkhitaryan läuft da einfach mal die Linie lang. Flankt. Zweiter Pfosten. Reus kommt noch ran, aber kann den Ball nicht verarbeiten. Und dann gibt es Abstoß hier. Oh Mann. Der Ball geht ins Aus. Da gibt es Einwurf für die Dortmunder. Şahin weiter auf Gündogan. Weiter auf Castro. Mkhitaryan. Miki im 16er. Wird da fair vom Ball getrennt von Johnson. Der den Ball dann auch direkt weit nach vorne haut. Und da Hummels nicht den Fehler macht, er hat ja gesagt, er will genauso wie in der Hinrunde spielen, nur die Fehler will er abstellen, die er gemacht hat. Schuss! Am Tor vorbei. Sommer ist zwar gesprungen. Aber der Ball, da war Sommer, glaube ich, nicht dran. Nee, da gibt es auch Abstoß. Şahin hat es da probiert. Wollte da vielleicht bei seinem Comeback direkt zeigen, ja, hier bin ich. Bin wieder bereit für Einsätze. Mach mal. Tuchel, mach mal. So nach dem Motto. Und noch läuft ja auch die Transferphase. Muss man ja dazu sagen, auch wenn Şahin, glaube ich, nicht gehen wird. Aber vielleicht denken die ja doch noch über einen Weigel-Wechsel nach für 20, 30 Millionen oder so nach England. Oder irgendeinen anderen Leistungsträger noch abzugeben. Und dann ist Şahin natürlich gefragt. Wenn Gündogan zum Beispiel sagt, yo, ich würde gerne noch bei Real spielen. Und Real muss ja noch einkaufen jetzt hier, aber erstmal die Chance. Und der Kopfball vielleicht, aber dann kam doch nicht der Kopfball. Aber was ich sagen wollte, Real kann ja nur noch jetzt einkaufen. Jetzt aber erstmal der Konter von Reus. Wartet da dann aber ab, bricht ab. Schmelzer. Schmelzer auf Castro. Castro kommt nicht ganz ran. Und dann können die Gladbacher nur den Ball nach vorne klären. In 3 Minuten Nachspielzeit war angezeigt. 5 Minuten 30 gab es. Das Spiel ist vorbei. 1-0 geht es hier für Borussia Dortmund aus im Borussenpark. Damit kommt Dortmund natürlich, bleibt Dortmund natürlich an den Bayern dran. Und setzt sich ein bisschen zum dritten wieder ab. Wenn euch die Prognose gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr tippt. Und über euer Abo freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut rein. Ciao!